Hallo alle zusammen. Jetzt habe ich hier den Detlef Hüsch im Interview. Der hat die erste Woche von LAPT Resize hinter sich gebracht und hat das erste Kraftworkout der zweiten Woche auch schon gemacht. Detlef, erzähl doch mal ganz kurz die erste Woche. Wie hat sich dein Gewicht verändert? Wie fühlst du dich? Wie erging es dir so? Ja, die erste Woche war schon knallhartes Training im Ausdauerbereich. 4 Einheiten am Fahrrad, Crosstrainer, Spinningkurs. Hat sich aber im Gewicht deutlich zu Buche geschlagen. Also 3 Kilo in etwa habe ich abgenommen in der Zeit. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Jetzt haben wir dann zusammen auch die Kraft, also Muskelaufbau-Workout gemacht. Wie fandest du das dann so? Hattest du ein bisschen Muskelkater oder war das zu lasch? Also das Training, das war schon sehr gut, also war härter, wie ich dachte. Ich habe auch bis jetzt mal gedacht, dass mein Training schon hart ist, aber das war schon eine Spur härter wie gewohnt und hat auch durchaus zu Muskelkater geführt. Ja, prima. Wir gehen jetzt gleich zum zweiten Workout und nächste Woche mache ich dann nochmal ein Interview mit dir und dann berichtest du mal, wie dir die Woche so ergangen ist. Okay. Danke, Detlef.